Ich. Es hat uns schwer. Sie haben den Tempel in Schutt und Asche gelegt. Wir müssen hier raus, bevor... Sir, wir hatten erhebliche Verluste oben. Die Gebäude wurden beschädigt, der Feind konnte eindringen. Ich schätze, GDI wird sich in circa 20 Minuten den Zugang zu dieser Kommandostelle erkämpft haben. Offizielle UN-Stellen bestätigten vor wenigen Stunden, dass Sturmtruppen der globalen Defensivinitiative am Nachmittag das Hauptquartier der Bruderschaft von Nord bei Sarajevo erfolgreich angegriffen und zerstört haben. Damit endet eine dreitägige Belagerung, in der sich die Truppen von GDI und Nord erbitterte Gefechte geliefert hatten. Augenzeugen und Überlebende berichten übereinstimmend, dass die Kampfverbände etwa gleich stark gewesen seien. Doch die GDI-Führung habe überlegene Taktiken und Strategien angewandt und Nord ausmanövriert in einer, Zitat, epischen Schlacht. In einer am frühen Abend herausgegebenen Verlautbarung bezeichnet der UN-Verteidigungssekretär Dr. Charles Olivetti die Männer und Frauen der von der UN finanzierten GDI-Truppen als, Zitat, unvergessene Helden der Menschheitsgeschichte und unermüdliche Verteidiger der Freiheit, Zitat Ende. Obwohl Dr. Olivetti noch keine genauen Zahlen bekannt gab, bestätigte er doch, dass beide Seiten schwere Verluste zu verzeichnen hatten. Auch Kane, der selbsternannte Prophet und charismatische Anführer der Bruderschaft von Nod, gehört zu den Vermissten und ist vermutlich gefallen. Die Entdeckung und Vernichtung des Nord-Hauptquartiers setzt einen Schlusspunkt unter eine dreijährige Eskalation der Gewalt, die durch die internationalen Terroranschläge dieser Organisation geschürt wurde. Die Reaktionen der Weltöffentlichkeit.